Jo Leute, ich stürze mich auch mal in die neuen Bytes-Aufträge, denn ihr wisst ja immer, wenn ihr, ich glaube Seite 4, wenn ihr den Bytes-Skin im Battle Pass freischaltet, habt ihr automatisch auch die Möglichkeit, die Aufträge zu machen, zu absolvieren. Und der erste Auftrag, hier seht ihr das, stelle den Fernseher ein, während du das Bytes-Outfit nutzt oder das Outfit Bytes nutzt. Und das Ganze wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe, wie gesagt, mich noch absolut gar nicht damit beschäftigt, aber habe gesehen, dass das Ganze natürlich hier komplett auch schon am Start und freigeschaltet ist. Ich bin Level 45, also noch gar nicht mal so lange. Aber wir kriegen das schon hin. Ich bin hier schon im Anflug. Ihr seht es, das tolle verchromte Haus, was by the way wirklich nice aussieht. Hier lande ich einfach mal, mach mal das Tor kaputt. Und hier ist schon der Fernseher. Einstellen drücke ich mal. Sieht doch relativ simpel aus. Zack, habe ich gemacht. Jetzt schnapp ich mir mal ganz kurz so ein bisschen Zeug hier. Aber zuerst musst du dich beweisen. Aha, okay. Zuerst musst du dich beweisen, sagt er. Ja, das wollen wir jetzt gleich mal abchecken. Was müssen wir denn machen? Füge Gegnern Schaden mit einer Evo Chrome Waffe zu. Da habe ich die Idee. Einfach mal zu Herald Sanctum. Oh, 2500, das ist natürlich ein Brett. Leute, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch da jetzt nötigen will, so lange zuzugucken, aber die Evo Chrome Waffe habe ich natürlich am Start und meine Idee wäre, wir machen das Ganze nicht bei irgendeinem Gegner, weil da brauchst du ja wirklich lange. Wir machen das Ganze mal bei dem Boss und zwar bei der guten alten Vorbotin, die ja da oben ist. Und ich teste mal nur für euch, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Falls ihr euch da mit den 2500 auch schwer tut. Gruppenkeile wäre nochmal eine Idee mit einer Chromwaffe. Das könnte man nochmal machen. Aber lasst uns mal schauen, ob das auch bei der Vorbotin funktioniert. Wenn es geht, dann braucht ihr, wie gesagt, nicht die ganze Zeit zugucken oder so. Aber ich will euch die Info zumindest auch mal geben. Geht oder geht nicht. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich bin schon hier komplett lost. Da komme ich nicht rüber. Das ist auch zu weit, oder? Ah, nee, das ist zu weit. Dann nochmal einmal rum. Zack, zack. Zack, zack. Hier oben war das doch, oder? Die alte ist doch hier oben im Turm. Ah, hier, perfekt. Ey, den schaffe ich mir nochmal ganz kurz. Den gönne ich mir. Da oben macht sie doch schon wieder irgendeinen Quatsch. Ich sehe es doch. Und wir wollen jetzt nur mal testen. Ich habe jetzt auch nicht die beste Waffe. Ja, obwohl, doch, aus der Ferne kann ich hier ein bisschen Gas geben. Ich mache das mal. Zack, 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 zack. Jetzt verwandelt die sich natürlich wieder. Und dann macht sie da irgendwie Scheiß mit diesen Wölfen. Ich weiß nicht, ob die zählen. Wir probieren das mal gleich. Ich mache noch mal so ein bisschen Schaden. Manchmal dauert das auch einen Moment. Und dann sehen wir ja, ob das zählt oder nicht. Bis jetzt sind wir noch bei 2500. Beziehungsweise 0. Oh doch, füge gegen den Schaden zu. Das funktioniert. Aber irgendwie scheint es halt nur bei ihr zu funktionieren. Was aber erstmal ja nicht schlimm ist. Auf jeden Fall geht es. Das bedeutet, die Waffe wird natürlich auch im Laufe der Zeit immer besser, das kennt ihr ja. Da könntest du halt die Wölfe, die machst du irgendwie platt und für sie benutzt du dann die Munition, die du hast und brauchst, um da mehr Schaden zu erzielen. Wo ist denn die Alte hin? Oh, hier oben. Aber ihr seht, das geht. Das geht, das geht, das geht. Jetzt hat sie sich wieder verwandelt. Ich bin jetzt schon bei 117 Schaden. Achso, okay, alles klar. Jetzt mache ich genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Okay, also Leute, das ist die Information. Es geht, ich fighte ein bisschen weiter. Mal gucken, wie lange ich noch brauche. So Leute, das müsste mein letzter Anlauf für diese Mission sein. Ihr seht, 1800 Schaden habe ich schon am Start. Ein bisschen Munition habe ich auch wieder zusammengetragen. Oh, hier, nice, das gönne ich mir gleich mal. Und dann gibt es jetzt hier noch ein bisschen Schaden für die Vorbotin. Wenn die da irgendwie in der Luft ist, dann kannst du keinen Schaden erzielen. Zumindest mal nicht so wie ohne, sozusagen. Da seht ihr, das hat schon mal gut gezählt eben wieder. Ich habe so ein bisschen noch dazu bekommen. Die Wölfe mache ich einfach immer mit einer anderen Waffe fit, um dann nicht nochmal nachladen zu müssen. Wo ist denn die Alte jetzt? Hier. Zack, 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 zack. Ah, leider geht die so super schnell. Vielleicht verbessere ich die Waffe mal ganz kurz, indem ich hier doch ein bisschen Schaden mit den Wölfen irgendwie mit dieser Evo-Chrom-Waffe mache. Weil die, ihr wisst ja, die Waffe, habe ich ja gerade schon gesagt, die wird immer besser. Jetzt ist sie wieder besser und jetzt kann ich wieder ein bisschen Schaden verursachen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar. Nehme ich nochmal. Jetzt hat sie sich wieder verwandelt. Das geht ja so schnell bei ihr. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Oh, es ist auch nicht mehr viel. Also es ist tatsächlich nicht mehr viel. Die laden wir gleich mal nach. Die geht halt auch irgendwann die Munition leer. Das ist halt auch so ein Thema hier bei ihr.
Seht ihr? Jetzt habe ich natürlich schon kaum noch Munition. Muss ich mal gucken. Manchmal geben die Wölfe auch so ein bisschen Muni. Ey, es ist auch nicht mehr viel, ne? Hier ist irgendein Blob. Oh, hier haben wir ein bisschen Munition. Oh doch, jetzt habe ich es geschafft. 2500 Schaden. Evo-Chrom-Waffe. Geschafft. Sehr, sehr nice. So, und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ich will nochmal gucken. Stelle den Fernseher ein. Schon wieder? Ist doch nicht deren Ernst. Aber gut, okay, dann ist das so. Da hinten kommt jemand irgendwie blobmäßig an. Das will mich nicht kümmern. Ich versuche trotzdem irgendwie auch abzuhauen. Aber gönne mir mal ganz kurz hier schon mal so ein bisschen Zeug. Na, kommt der jetzt hier um die Ecke oder nicht? Sonst muss ich da halt nochmal hinspringen. Ja, ah. Manche wollen es halt wissen. Ich habe leider keine Munition mehr. Ah, shit, seht ihr das? Richtig, richtig doof. Aber vielleicht kriege ich den trotzdem noch, den Kollegen. Ich gehe mal hinterher so ein Stück weit. Zack, zack. Da ist er doch. Da ist er doch. Siehst du, Digga? Ich habe gesagt, nerv mich nicht. Du hast genervt, jetzt bist du tot. So, jetzt wollen wir aber dahin. Es ist ja nicht weit. Hier haben wir sogar ein Auto. Meine Güte. Oh ne, jetzt ist der nächste da. Wir wollen uns nicht beirren lassen. Und geben Gas. Wir geben Gas und wollen dahin. Eben war ich in diesem Haus. Jetzt ist der Fernseher woanders. Ich überlege gerade, ob das Haus nicht doch cooler war. Aber ich kann es mir wahrscheinlich gar nicht erst aussuchen. Muss hier, ich schätze mal. Okay, ich sehe hier schon was. Ich habe hier eine Anzeige drin. Ich hoffe, jetzt kommen hier nicht wieder. Ah ne, warte mal. Warte mal, warte mal. Es ist da unten und es ist gar nicht da oben. So, gehen wir hier gleich mal wieder rein. Gönne ich mir nur mal zwischendurch hier so eine Waffe. So, und jetzt stellt er hier wieder was ein. Schaut mal, der nächste Fernseher. Dieselben Kräfte, die die anderen zerstören. Okay, alles klar, also öffnen wir jetzt krass. Oh, lege Distanz in einem verchromten Fahrzeug zurück. Das ist natürlich okay. Da nehmen wir hier einfach so ein Chrom-Ding. Das wäre jetzt meine Idee. Ich sammle mal so ein bisschen mehr. Guck mal, hier haben wir noch eins. Und jetzt schaller ich das hier drauf und fahre mit dem Ding einfach durch die Gegend. Ich denke mal, das wird schon reichen. Gucken wir mal, ob das zählt. Ja, perfekt, das zählt. Also ich fahre jetzt ein bisschen durch die Gegend. Gucken wir mal, was wir jetzt nächstes haben. So Leute, ihr seht es. Ich fahre hier ganz entspannt immer noch gleiche Runde mit einem Fahrzeug durch die Gegend. Immer schön am Rand der Zone. Ab und zu knalle ich ein neues Chrom-Ding drauf. Oder hol mir ein neues Fahrzeug, wenn es leer ist. Aber jetzt habe ich es geschafft. Auch diese Aufgabe ist erfüllt. Es geht doch ganz gut. Stelle wieder einen Fernseher ein. Ich muss mal gucken, ob ich das hier jetzt hinbekomme. Nein, kriege ich nicht hin. Das heißt, ich mache Folgendes. Ich starte einfach in eine neue Runde, springe ab und direkt zum Fernseher. Weiter geht's. So Leute, wie versprochen, ich bin schon wieder abgesprungen. Und im Anflug stelle den Fernseher ein, während du das Outfit Bytes nutzt. Das wiederholt sich dann halt immer mal wieder. So wie in der letzten Season, da war doch auch immer irgendwie, du sollst erstmal irgendwie diese Funkverbindung aufnehmen, etabliere eine, bla bla bla, keine Ahnung. Aber da hat es sich halt immer wiederholt, um wieder in den neuen Auftrag reinzukommen. Und auch jetzt ist das so, das Ganze muss hier irgendwie in dem Häuschen sein. Ich lande da direkt mal drauf und gehe direkt an den Fernseher. Oh, ich sehe schon, hinter mir ist jemand gelandet, nicht so gut. Aber ich gucke mal, wie weit ich komme. Ups, oh, okay, alles klar, ich verstehe, er hat keinen Bock auf mich. Ich ehrlich gesagt auch keinen Bock auf ihn, aber das ist nicht so schlimm, denn das Ganze hat noch funktioniert. Ich drücke mal ganz kurz. Aha, beweg dich an verschiedenen benannten Orten durch Gebäude hindurch und zwar 10-mal. Das mache ich jetzt als nächstes und muss jetzt natürlich, klar, ihr habt es gesehen, ich bin tot, ich muss jetzt wieder abspringen. Also bis gleich. So Leute, der erste Ort, ich laufe hier einfach erstmal durch. Zack, das Ganze funktioniert tadellos. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Ups, sorry. Nee, es funktioniert nur einmal tatsächlich. Du musst halt auf verschiedene benannte Orte kommen irgendwie. Na, war hier nicht gerade einer hinter mir? Und wenn du da das Problem hast, dass... Warte mal ganz kurz, ey. So, sorry, ey. Wenn du das Problem hast, dass es an dem Ort gerade keine Möglichkeit gibt, da durchzukommen, wie zum Beispiel hier bei Longjam, dann musst du natürlich dieses Chromzeug erstmal auf ein Gebäudeteil werfen, um das dann zu schaffen. Aber ihr seht schon, wenn ich das jetzt so mache, verschieden benannte Orte können natürlich, hier Grim kann das sein, Sleepy kann das sein, Herald Sanctum sowieso und so weiter und so fort. Ich probiere mich mal durch, ich habe ja jetzt erst einen, mache mal die nächsten und dann kurz davor bin ich wieder online sozusagen. Also bis gleich. So Leute, das müsste der letzte Ort sein. Ich schaller hier wieder was drauf. Das Ganze ist verchromt. Ich switch da einmal durch und habe 10 von 10 erledigt. Perfekte Nummer. Jetzt müssen wir mal gucken,
zack, wieder ein Fernseh sollen wir einstellen. Der nächste ist hier oben relativ weit entfernt. Also ich würde es wieder so handhaben, ich mache mich auf den Weg zu dem Fernseh. Das würde für euch einfach zu lange dauern und dann würde ich sagen, machen wir gleich wieder an. Also, bis gleich. So Leute, jetzt sind wir aber gleich da. 100 Meter noch, hier leuchtet schon. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Zack, zack. Der Fernseher muss hier unten sein. Schaut mal, zum Glück kann man den schon immer ganz schön aus der Distanz erkennen. Finde ich ganz gut, musst du nicht ewig suchen. Und ich stelle den wieder ein. Jetzt bin ich wirklich gespannt, sind wir jetzt fertig oder geht es immer noch weiter? Ziemlich wilde Nummer. Oh, was haben wir jetzt? Durchsuche 10 Chromtruhen. Also, da habe ich auch schon eine Idee. Das kannst du natürlich überall machen, wo Chrom ist. Zum Beispiel bei Herald Sanctum und so weiter und so fort. Du kannst aber auch mit dem Chromzeug einfach auf eine Kiste werfen. Und dann müsste die sich ja in Chrom verwandeln. Und die kannst du dann sozusagen ja, abbauen, würde ich sagen. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal auch eine Kiste. Schauen wir mal. Also, die Idee ist, glaube ich, klar. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich brauche mal eine Kiste, ey, um euch das zu zeigen. Aber hier ist sowieso, glaube ich, Chrom. Genau, schau mal hier. Ist die auch verchromt? Nee, die war jetzt nicht verchromt. Das zählt bei denen also nicht. Die ist selbst hier im Chrom nicht verchromt. Aber ich begebe mich auf die Suche. Und wenn ich eine habe und euch das zeigen kann, was ich meine, nochmal auf doof. Ja, hier ist eine, aber die ist verchromt. Und wenn die nicht verchromt ist, dann nehmt ihr einfach das Zeug, schmeißt das da drauf, dann ist sie auf jeden Fall verchromt. Und dann sammelt ihr es ein und ihr seht, 1 von 20, das Ganze zählt. Also, ich mache mich auf den Weg und suche hier so ein bisschen Chromzeug zusammen. Und wenn ich es dann quasi geschafft habe, dann schalte ich wieder ein. Und dann gucken wir mal, ob wir dann endlich durch sind und wie es dann weitergeht. Übrigens, Leute, das ist mir gerade noch eingefallen hier zu dieser Geschichte mit den Chromkisten. Wenn wir so einen Tresor öffnen, dann haben wir da in der Regel ja einige Kisten immer drin. Das heißt, ich schaller jetzt einfach mal so ein bisschen Chromzeug hier hin und öffne die. Ah, jetzt habe ich so einen Typen gehabt, der mich gekillt hat. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da sind schon mal 5-6 Stück drin. Also ich hoffe, ihr habt nicht so einen, der euch hinterhältig angreift. Aber das wäre doch auch nochmal eine coole Idee. Also das werde ich gleich nochmal probieren. So, Leute. Das war die Nummer 20. Wir haben es geschafft. Ich habe die 20 Kisten gesammelt. Das hat schon mal gut funktioniert. Und jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn als nächstes? Also, ich muss wieder einen Fernseher einstellen. Du legst dich einfach nur gehackt. Das ist doch Wahnsinn. So, also ich check nochmal ganz kurz, wo ist meine Markierung? Ich bin hier schon blind. Blind, blind, blind. Kennt ihr das, wenn man die Markierung, die eigene nicht findet? Da ist sie doch. Warum finde ich sie nicht? Da, 250 Meter. Da würde ich mal durch den Tornado gehen. Ich nehme das mal auf mich. Ich glaube, ich weiß nicht, kriegen wir das noch hin, ey, wegen dem Sturm. Es ist, sage ich mal, nicht im Sturm. Ich klappe mal meinen Hängegleiter auf. Yes, da vorne ist es doch schon. Das müssen wir eigentlich hinbekommen, oder? Das Ganze ist nicht wirklich schwer, das muss man auch dazu sagen. Aber, und ich habe das gerade auch bei uns im Discord schon gesagt, es zieht sich einfach brutal lange hin. Also die 20 Kisten waren eine Nummer, 5000 und so weiter und so fort mit dem Auto. Und ach, ja, also es zieht sich einfach hin. So, ich stelle jetzt hier den Fernseher ein. Und bin mir gespannt, was jetzt auf uns wartet. Füge verchromten Wildtieren Schaden zu. Alter Falter, ja, wie machen wir das am dümmsten? Entweder suchen wir uns so ein, wir suchen uns so ein bisschen Wildtiere jetzt natürlich. Ich will mal was kaputt machen, um verchromtes Zeug zu bekommen. Wildtierschaden kannst du natürlich gut hier machen, in diesem Bereich, wo, ja, wo eh alles immer verchromt ist, sage ich mal. Aber wenn das nicht, dann ist das wieder natürlich der alte Trick und darum nehme ich so ein bisschen Chromzeug mit. Wenn das nicht funktioniert oder ihr da nichts findet auf Anhieb, dann würde ich sagen, verchromen wir die Wildtiere einfach selber. Wir machen uns mal ganz kurz so ein bisschen hier auf die Suche. Darum lasse ich das jetzt mal ganz kurz laufen. Ja, Wildtiere ist halt auch klar. Ob ein Huhn zählt, weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt nochmal checken. Das kann ich nicht beantworten. Ich nehme das Ding nochmal mit. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt mal hier auf doof ein Wildtier finden und ob wir das verchromen können. Müsste ja eigentlich, oder? Das dürfte ja kein Problem sein. Es dürfte doch kein Problem sein. Kiste und Co. brauchen wir nicht mehr. Aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wenn du jetzt hier mal so ein Wildschwein oder so ein Kollegen brauchst, findest du nicht. Dann findest du ihn nicht. Und dabei wimmelt es in der Regel nur so vor diesen Dingern. Ups. Ah, warte mal, da hat mir doch einer. Ich habe doch gerade eine Anzeige gehabt. Da ist es doch. Also das Ding ist nicht verchromt. Ich werfe jetzt mal da einfach. Zack. Oh, ja. Ah, nee, das hat geklappt. Und jetzt wollen wir dem Schaden zufügen. Das müsste auch funktioniert haben. Also füge verchromten Wildtieren Schaden zu.
Das, ja, das hat gezählt. Habt ihr gesehen? Also das war eigentlich schon alles. Das ist hier kein Bild hier, das ist ein anderer Kollege. Aber den wollen wir auch nochmal hopschlingen. Den haben wir gemacht. Und da kommt hier das nächste Wildtier. Ich verchrome das wieder. Es ist verchromt und so schade. Jawohl. Also Leute, so funktioniert es. Allerdings 2500 Schaden. Das ist brutal. Mir hat so ein Wildschwein jetzt gerade 200 oder 120 gebracht. Also das ist schon eine Nummer. Hier muss ich mich ein Stück weit durchfighten. Und ich würde wieder Folgendes vorschlagen. Ich mache ganz kurz hier das Ding quasi fast fertig. Und dann melde ich mich, sobald ich hier näher dran bin. Also bis gleich. Jo, ein Tipp noch bei dieser Aufgabe hier, Leute, den wollte ich euch nochmal zwischendurch geben. Der Wolf, schaut mal, der ruft sozusagen zwischendurch Verstärkung. Wenn ihr einen verchromten Wolf gefunden habt oder ihn selber verchromt habt, dann killt ihn mal nicht gleich. Weil wenn er Verstärkung ruft und die Kollegen kommen, dann habt ihr natürlich gleich den Vorteil, dass ihr mehrere Wölfe auf einmal habt. Also ab und zu passiert das dann, dann kommen die angelaufen. Und eine Sache wollten wir noch klären, das wusste ich nicht. Ich habe mir so ein bisschen Zeug besorgt, ob ein Huhn auch zählt. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz. Das Vieh ist natürlich mega schnell. So, gekillt haben wir es. Kommt da was dazu? Nö, ehrlich gesagt, doch, es zählt auch. Also dann hätten wir das auch geklärt. Auch ein Huhn zählt. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Also, ah ja, hier, guck mal. Da haben wir doch wieder, da hinten haben wir doch wieder einen Kollegen. Ich mache weiter, bis gleich. So, Zielgerade, Kollegen. Zack, wir haben jetzt hier ein Wildschwein. Das schaller ich gleich mal voll. Zack, zack, wir gucken mal ganz kurz, wo bin ich jetzt angekommen? Müsste auf jeden Fall gereicht haben, wenn ich das hier auch noch weghaue. Zack, 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 zack. Gucken wir mal ganz kurz, waren das noch 50 Schaden oder brauche ich noch was? Perfekt, es hat gezählt, sehr, sehr gut. Also sehr mühselig, gebt nicht auf, verliert nicht die Hoffnung. Ich soll schon wieder einen Fernseher einrichten. Uff, der ist am Arsch der Welt, hätte ich fast gesagt. Aber den werde ich jetzt nicht hier noch hinbekommen, weil er im Sturm liegt. Ich mache Folgendes, ich beende die Runde, starte neu, springe neu ab und dann zeige ich euch genau, wo der ist. So, ich bin im Anflug auf den Fernseher, den wir einstellen sollen. Und eine Sache wollte ich euch noch zu diesen verchromten Tieren sagen. Ihr hättet auch einen Hai verchromen können und den Schaden zufügen. Da habt ihr natürlich viel mehr Damage als nur bei den Wildschweinen. Also das ist mir gerade noch als kleiner Tipp sozusagen eingefallen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber ihr seht schon, ich bin im Anflug. Und hier, guckt, was sehen wir hier? Natürlich unseren tollen Fernseher. Zack, zack, zack und einstellen drücken wir mal. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, ob wir dann noch mehr machen müssen oder ob wir es jetzt endlich in Anführungsstrichen geschafft haben. Ich hau mal ganz kurz ab. Eliminiere Gegner bei einem verchromten Ort. Alter Falter, es geht auch immer weiter. Es geht auch immer weiter. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ein verchromter Ort wäre für mich, oh, okay, alles klar, ihr seht es schon. Also ich wäre wahrscheinlich hier irgendwie am Start. Da müsste ich 20 Kills machen. Ich werde jetzt hier im Hintergrund irgendwie gekillt gerade. Ziehen wir mal schnell eine Kokosnuss rein. Und dann, ja, keine Ahnung, also geht nicht anders. Ich würde, oder würde ich, ich glaube, ich würde hier Gruppenkeile vorschlagen. Wobei, landet da einer, puh, keine Ahnung, müsste man mal schauen. Aber ich mache mich mal auf den Weg, versuche mein Bestes und dann schauen wir mal. Jo Leute, zwischendurch ein kleiner Tipp von mir für euch, hier bei Eliminiere Gegner bei verchromten benannten Orten. Es ist so, hier bei Jonesis, vor Jonesis springen immer auch mal Bots ab. Das heißt, ich würde euch empfehlen, fliegt einfach mal hier hin und guckt, ob ihr schnell seid und irgendwie so einen Bot gleich zu Anfang killen könnt. Kann ich euch als Tipp einfach nur so geben, habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, hat gut funktioniert. Ja, das Ganze zieht sich natürlich so ein Stück weit auf wie Kaugummi, aber da musst du einfach dranbleiben. Hier, schau mal, hier hast du zum Beispiel einen. Zack. Und dann hast du ganz schnell einen Kill gemacht. Das war jetzt die 19 von 20. Wir können gerne auch mal zusammen gucken, ob wir auch doof nochmal irgendwo anders noch einen finden. Zwischendurch musst du dir natürlich so ein bisschen Heal-Stuff gönnen, weil es sind nicht, ich sag mal, es sind nicht alles nur Bots halt. Ne? Da musst du so ein kleines bisschen drauf achten. Aber von der Sache her hast du halt einige dabei. Irgendwie wird auf mich geschossen, wenn mich nicht alles täuscht. Hier, schaut mal, hier ist wieder einer. Zack, 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 zack. Okay, das war jetzt vielleicht kein Bock, aber es war zumindest mal die Aufgabe, die ich jetzt hier erfüllt habe. Ihr wart quasi live dabei. Das Ganze hat sich ein bisschen hingezogen, wie gesagt. Aber wenn man dran bleibt, dann geht das auch. Jetzt müssen wir schon wieder einen Fernseher einstellen. Und den Fernseher finden wir hier oben, beziehungsweise bei Greasy. Greasy ist natürlich ein ordentliches Stück weg. Das heißt, ich drücke jetzt hier einfach mal auf Pause, mache mich auf den Weg und dann bin ich gleich wieder da. So, zu einem Überfluss werde ich jetzt auch noch gejagt. Zumindest sah das danach aus. Da hinten ist das Haus. Okay, perfekt. Dann gehen wir da mal rein. Dann seht ihr auch mal genau, wo das ist. Zack, zack. Hier
ist der Fernseher und den stellen wir mal ein. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Also, ist ja voll der Marathon hier heute. Marathon, ich sag es euch, ey. Ich bin auch schon platt. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir jetzt als nächstes? Verchrome Gegner, oh. Okay, bei verchromene Gegner würde ich vorschlagen, wir machen das nicht hier, sondern zurück zur Lobby, zack, zack, zack. Wir machen das in Gruppenkeile, weil verchrome Gegner oder verchrome Gegner, so heißt der, kann ich schon nicht mehr sprechen. Ach, hier haben wir wieder irgendwas bekommen, super, 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 finde ich alles gut, weil in Gruppenkeile kannst du natürlich immer wieder hinfliegen und ob du tot bist oder nicht, kann dir dann komplett egal sein. Also das wäre jetzt mein Tipp an der Stelle. Zack, ich drücke hier mal drauf und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also ich lasse das Ganze mal laden und dann bin ich gleich wieder für euch da. So Leute, die Idee ist, ich bin jetzt in Gruppenkeile, ich habe euch nur die Ladezeit so ein Stück weit erspart. Es würde euch sonst wahrscheinlich zu Tode langweilen. So, zack, reicht ja, wenn ich das durchstehe. Also ich bin jetzt hier auf dem Weg zu Herald Sanctum und was machen wir da? Beziehungsweise ich gehe hier so ein bisschen südlicher hin. Was machen wir da? Ich schnappe mir jetzt erstmal so ein paar Chromteile. Ich will gar keine Waffe haben. Meine Idee ist nämlich einfach, dass ich das ganze Zeug jetzt direkt mir hier erstmal besorge und dann immer gleich zum Gegner springe. Schaut mal, wenn du hier was kaputt machst, was aus Chrom ist, dann verliert das in der Regel immer dieses Chromzeug, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest war das immer so. Ach genau, hier, das hier brauchst du. Und davon würde ich mich jetzt einfach mal komplett ausstatten. Ihr seht schon, das Zeug fliegt dann halt nach einer Zeit überall rum. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, waren immer 8 Stück im Stack. Ich würde jetzt aber mal nicht spitz auf Knopf irgendwie nur 10 Stück oder 8 Stück halt nehmen, weil kann ja sein, dass du ihn irgendwie mal daneben wirfst oder was weiß ich. Das heißt, ich schalle jetzt hier mal so ein bisschen mein Inventory voll. Und bin mal gespannt, was wir dann machen. Also, ich sammle das Zeug jetzt wie wild. Und dann, wenn ich die habe, dann können wir gerne... Ich will eigentlich auch gar keine Waffe haben, damit ich gar nicht in Versuchung komme, irgendwie rumzuballern. Das lenkt mich nur ab. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja nur verchromen. Also, wie gesagt, ich mache mir jetzt hier alles schön voll. Und dann geht es gleich los auf die Jagd. Also, bis gleich. So Leute, ich glaube, ich habe genug Zeug. 7 und 8. Ich hoffe, das reicht. Und jetzt wollen wir uns mal auf die Jagd begeben. Hier haben wir nämlich diesen Tornado. Den könnten wir cool dafür nutzen. Ich kann mich jetzt natürlich auch einfach umbringen oder so. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Und dann startest du ja, ihr kennt es ja von Gruppenkeile, einfach wieder von oben neu. Aber ich glaube, wir können das jetzt auch mal... Boah, hier bin ich am Baum hängen geblieben. Ich halte mal so ein bisschen Ausschau, okay? Und wenn ich einen finde, also zumindest höre ich hier, dass da etwas los ist. Wenn ich einen finde, werfe ich sofort Zeug auf den. Zack, ich gehe mal hier kurz in den Sturz. Schauen wir mal ganz kurz. Ich sehe noch keinen. Da ist doch einer, da ist doch einer. Hier, genau den wollen wir haben. Zack, zack, so. Jetzt baut der Vogel sich ein. Ich weiß gar nicht, kann ich das da durchwerfen? Zählt das auch? Keine Ahnung, aber ich kann ja jetzt hier durch. Zack. Oh, der hat er mich erwischt. Ah, ja, hat er mich erwischt. Aber ich probiere es weiter. Gleich. Nee, brauche ich ja gar nicht pausieren, Leute. Ich glaube, ihr wisst zwar, was ich machen will. Ich meine, die Taktik habt ihr ja jetzt alle sozusagen schon gesehen. Kein Geheimnis. Da ist wieder einer. Aber seht ihr, es ist wichtig, dass du halt wirklich nicht nur so 6, 7, 8 dieser Dinger hast. Hier. Zack, jetzt habe ich den verchromt. Jetzt kann ich mich killen lassen. Okay, den gönne ich ihm. Und dann springe ich wieder ab und mache das einfach wieder so. Also jetzt wisst ihr Bescheid und nehmt euch auf jeden Fall ein paar mehr mit. Das brauchst du schon. Ob ich jetzt den gleichen Gegner immer wieder verchromen kann, weiß ich nicht. Ich würde mich jetzt einfach mal auf den Weg begeben und mir einen anderen raussuchen. Also einen, der jetzt sozusagen frisch ist. Frisch und neu. Aber wie es immer so ist, da hockt einer irgendwie. Ist das einer von mir oder was? Ja, ja, da hockt einer. Aber ich kann ja auch bauen, Mensch. Ich bin immer nur... Ah, guck mal, seht ihr da? Da hinten ist einer. Kann ich aus der Ferne den treffen? Was meint ihr? Zack und... Nee, habe ich nicht getroffen. Den habe ich nicht getroffen. Aber zwischendurch, wenn euch das Zeug alle geht, dann haut halt einfach wieder auf so einen verchromten Kram hier rum und sammelt einfach nochmal schnell neu etwas ein. Also ich mache mal weiter. Mal gucken, wie lange ich brauche. Leute, das ist die perfekte Taktik. Ich wollte es euch nochmal zwischendurch sagen. Also landet irgendwo. Oh, da habe ich jetzt nicht mehr getroffen. Und haut den Typen direkt vor die Füße. Ihr werdet schnell gekillt. Ja, okay. Aber das ist doch auch eigentlich komplett egal. So, ich halte hier schon wieder Ausschau. Zack, zack. Hier, guck mal. Hier läuft einer rum. Na, wo ist er jetzt hin? Hier, 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 hier. Zack, habe ich ihn erwischt. Jetzt ist das die 9 von 10 gewesen. Ich laufe dem Typen mal hinterher. Der soll mich auch gerne killen.
Außer ich finde halt noch woanders einen von den seinen Kollegen, den ich da verchrom. Guck mal hier, der merkt das gar nicht. Der merkt das gar nicht, dass ich hier als Blob quasi neben ihm bin. Mensch, Kollege, mach mich tot. Ja, Gott. So, jetzt hat er es gemerkt. Ich bleib mal stehen. Jawohl, jetzt hat er es gemerkt. Und jetzt gehe ich wieder in Anflug und ich hoffe, ich habe nur noch 3 Würfe. Ich hoffe, ich kriege das hin. Weil du vergeudest schon den einen oder anderen. Da unten sehe ich einen, da. Ach nee, gar nicht. Da ist ein Pfeil drauf. Das macht jetzt keinen Sinn. Das ist nämlich einer von mir. Aber vielleicht landet einer gar nicht mal so weit weg. Guck mal hier, da haben wir einen gesehen. Boah, den haben sie im Flug runtergeholt. Auch nicht schlecht. Also da konnte einer schießen. Gucken wir mal, vielleicht auf doof. Ah, habt ihr gesehen? Da hinten. Hier. Aber die ist schon verchromt. Ich glaube, das funktioniert dann nicht. Da müsste ich warten, bis die halt nicht mehr verchromt ist und könnte es dann nochmal machen. Guck mal hier, siehst du, die ist verchromt. Soll sie mich lieber killen oder fliege ich nochmal an? Na los. Na, jetzt so. Wilde Nummer hier. Zack, zack. So. Manchmal hängen die ja auf Bäumen und was weiß ich. Ihr kennt es ja. Da sind die so ein Stück versteckt und campen irgendwo rum, was auch absolut okay ist. Ah, hier, hier. Schaut mal, hier, hier. Und hier. Zack. Das war die 10 von 10. Perfekt. Phase 2 von 2 kommt jetzt. Und zwar, wir müssen schon wieder an irgendeinen Fernseher gehen. Dafür würde ich sagen, springe ich wieder aus der Runde raus. Zack, zack, zack. Und mache das neu. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Weg zum Fernseher wieder. Leute, wie versprochen, ich bin im Anflug auf den letzten Fernseher. Ich wünsche es mir fast, muss ich echt sagen. Also letzte Fernseher, wenn das jetzt nicht der letzte ist, pff, heftig. Wenn es der letzte ist, da habe ich gerade noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, dann müssten es, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, 20 Aufgaben gewesen sein. Also dem Fernseher einstellen ist natürlich auch immer eine, die zählt immer einzeln, aber mit den anderen dazwischen. Also 10 mal Fernseher, 10 mal Aufgabe. Brutal. Gucken wir mal. Also hier ist das Ding, Synapse Station, ich bin abgesprungen, ihr habt es gesehen, nichts Unbekanntes. Abgeschlossen. Guckt hier, jetzt hat er da so eine neue Spitzhacke. Alles freigeschaltet, hoffe ich zumindest. Also das Ding ist natürlich auch richtig heftig. Guckt euch das mal an, ey. Bytes. Auftrag abgeschlossen. Alle Aufträge abgeschlossen. Perfekte Nummer. Und jetzt können wir... Bin ich ehrlich zu euch? Bin jetzt auch echt erleichtert, dass Schluss ist. Boah, das war krass. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Okay, die habe ich ja gerade bekommen. Also sehr, sehr cooles Teil. Keine Frage. Und jetzt gucken wir nochmal. Den Bytes habe ich ja jetzt hier gerade ausgewählt. Da hast du natürlich verschiedene Stile, die du bearbeiten kannst. Warum ist das jetzt hier nicht drin? Warum kann ich das noch nicht? Das sind die Superstile und so weiter und so fort, ist klar. Die sind da nicht mit drin. Aber was haben wir jetzt halt wie wild abgeschlossen? Das müsste ja, ich mache mal vor kurzem erhalten, zack, zack. Boah, das sind die ganzen Spitzhacken. Guckt euch das an. Ins Nichts. Okay, also dafür waren die jetzt alle da. Wir haben es geschafft. Heftiges Ding. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Abo und Like würde ich mich freuen. Ansonsten bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.